Hallo, ich bin's Carsten Stahl und ich wende mich jetzt hier an den Bürgermeister der Stadt Berlin und auch an die Bildungsministerin oder Senatorin von Berlin. Wissen Sie, ich finde es echt traurig, dass erst Kinder sterben müssen, bevor wir alle aufwachen. Bei mir klingelte Telefon jetzt nonstop. Der Elternbeirat hat sich an mich gewendet, hat mich gebeten, sich darum zu kümmern, mir zu helfen, mitzuhelfen, dass das mit dem Kind nicht ungesühnt bleibt und vor allen Dingen aufgeklärt wird. Dann habe ich die Presse informiert und dann ging es los. Und jetzt kommen sie aus allen Ecken und sagen, wie schlimm es ist, dass dieses 11-jährige Mädchen tot ist. Und das ist auch schlimm. Schlimmer kann es für die Eltern kaum sein. Aber dieser Selbstmord hätte verhindert werden können und müssen, wenn sie alle zugehört hätten. Denn ich habe Ihnen, Herr Müller, und Ihnen, Frau Scheres, das schon vor Jahren gesagt. Und jetzt stehen sie da und sagen, wie betroffen sie sind und dass alles aufgeklärt werden muss. Es hätte ja nichts geben müssen zum Aufklären, wenn man meine Arbeit gemacht hätte und wenn man zugehört hätte. Jetzt wird wieder alles runtergespielt, verharmlost, ist ja nicht so schlimm. Die Schulleitung, die von Anfang an noch im Stich gelassen wird, steht da und versucht, das alles zu verschönern, zu verharmlosen. Erzählt was davon, na wir haben unseren Schulsozialarbeiter und wir haben Konfliktlotsen. Das klingt nach außen erstmal, als wenn da Menschen sind. Die Konfliktlotsen sind kleine Kinder. Kleine Kinder, die nicht ausgebildet wurden von irgendwelchen Experten, die vielleicht mit Herz versuchen, aber es sind Kinder. Und eine Sozialarbeiterin für die Probleme, die in der Schule herrschen. Man hört doch oft, das immer noch weiter schlimmer zu machen mit dem, was er sagt. Herr Müller, Sie wollen was verändern? Ich bin da. Frau Scheres, Sie wollen was verändern? Ich bin da. Es gibt eine deutschlandweite Kampagne. Lasst uns darüber reden und was anpacken. Ich bin nicht euer Feind, ich bin ein Feind gegen Mobbing. Und ich kämpfe seit 5 Jahren über 41.000 Schülern dafür, mit Lehrern, Sozialarbeitern und mit vielen jetzt prominenten Menschen, auch in der Bundesliga. Und wisst ihr was? Es geht nicht um euch. Es geht um die. Also tut mir den Gefallen, macht den Job, für den ihr gewählt worden seid. Und schließt mich und andere, die es können, nicht aus, nur weil wir anders sind und ehrlich sein. Wir machen was und wir reden nicht nur. Kinder sterben. Und das tut mir so weh, weil ich schon auf so vielen Beerdigungen war. Ich ertrag das nicht mehr. Also bitte, lasst uns gemeinsam für Veränderung kämpfen. Auch Sie, Herr Müller, und auch Sie, Frau Scheres, bitte. Ich bitte Sie im Namen aller Kinder und für alle Opfer von Mobbing. Danke.